Was geht da, Fitnessfreunde? Willkommen bei Easy Fitness. Wie geht's euch? Was macht ihr so Schönes im neuen Jahr? Könnt gerne in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren. Was ich euch heute vorstellen möchte, ist, ich habe mir ein neues Schnittprogramm gekauft. Das ist das Video Deluxe. Hier kann man es sehen. Vorher habe ich immer mit ganz einfach mit Movie Maker geschnitten, also nichts Besonderes, kein Profi-Programm. Ich weiß nicht, ob das schon ein Profi-Programm ist, aber auf jeden Fall ist es sehr umständlich und wenn man sich damit gar nicht auskennt, in meinem Fall zum Beispiel, dann muss man ziemlich viel noch dran sitzen und probieren, gucken, wie es eben halt läuft, wie der Schnitt sich so gesehen am besten schneiden lässt, so gesehen. Also wie es eben halt, wie lange es eben halt dauert, bis man hier sich reingefunden hat in diesem Programm. Auf jeden Fall wollte ich auf jeden Fall erstmal ein Intro machen für meine Videos. Das wäre richtig geil. Daran arbeite ich zurzeit und ich muss ehrlich sagen, für mich ist es ziemlich kompliziert. Auf jeden Fall habe ich mir das gekauft, weil das wurde mir von einem Kumpel empfohlen. Und ja, der kann ziemlich gut damit schneiden, hat coole Sachen reingeschnitten und da hat es mich auf jeden Fall interessiert. Also auf jeden Fall hat es richtig geile Effekte drin, geile Intros. Ja, Musik ist immer so eine Sache, kann man sich auch aus dem Internet ziehen, je nachdem, ob es erlaubt ist oder nicht, ob es also Free Music ist, die du so gesehen in deinen Videos reinschneiden kannst oder reinfügen kannst und ja, also ich werde auf jeden Fall demnächst mit diesem schönen Programm Videos schneiden oder besser gesagt vielleicht Intros machen. Und mal gucken, wie das wird. Und wenn es euch auf jeden Fall gefällt, könnt ihr mir ja irgendwas in die Kommentare schreiben oder mir vielleicht sogar Tipps und Tricks geben, wie man Intros macht bei dem Videoprogramm so gesehen. Und ja, viel so teuer war es nicht. Ich glaube, das hat um die 50 Euro gekostet. Kann man sich auch bestellen. Link seht ihr in der Infobox. Stelle ich euch rein. Und ja, was ich noch euch vorstellen wollte, ist heute einfach nur, womit ich schneide, womit ich filme, womit ich, also das komplette Equipment kann man so sagen. So viel habe ich eigentlich nicht. Also das war das Programm so gesehen. Vorher habe ich mit Movie Maker geschnitten. Nichts Besonderes, aber Movie Maker für Anfänger ist einfach hammergeil. Und ja, und dann habe ich natürlich einen Laptop. Ich habe mir die Daten hier nochmal rausgesucht, weil in- und auswendig kann ich die jetzt nicht. Ich wollte jetzt, ja, ich zeige euch mal den Laptop ganz normal in der Hand. Also ist ein 17 Zoller erstmal, besser gesagt. So sieht er aus. So Carbon-Optik. Das ist mein Schmuckstück, so gesehen. Das ist ein HP Omen Laptop, 17 Zoll, wie schon gesagt. Der hat 1 Terabyte, aber HDD und 128 GB SSD. Also SSD ist natürlich ein bisschen schneller. Dadurch ist er richtig flink, der Kleine hier. Ein GeForce GTX hat der, also die Grafikkarte, aber nur 960M. Aber ich denke mal, das reicht für Videos schneiden. Ich habe ein bisschen mehr gedacht, aber so viel ist das natürlich nicht. Dann Windows 10, ganz normal, 8 GB RAM. Und ja, das war's gleich. So sieht das aus, ganz normal. Also habe auch eine Tasche dazu gekauft, kann ich euch auch gleich zeigen. Ich klappe hier mal ein bisschen auf. Auf jeden Fall ist er wirklich super schnell für Videos, insbesondere wenn man die Videos zusammenschneidet in Hochauflösung, so gesehen Full HD, und die dann so gesehen als zum Schluss den Film zusammenschneidet und als Video zusammenpackt, dauert es immer eine Weile. Mein alter PC, der war richtig langsam und bei dem wirklich höchstens 5 Minuten oder so, je nachdem natürlich wie groß das Video ist, ne? An Speicher und so weiter. Ja, so sieht der von innen aus. So, ganz normal. Und ja, anmachen ist ja wie jeder andere, ist jetzt nichts Besonderes. Und das Gute daran ist, der fährt schnell hoch und das, ich glaube, das sind 10 Sekunden oder so, der ist wirklich sehr schnell. Ja, und dann wollte ich euch auf jeden Fall noch die Tasche dazu vorstellen. Ich hole sie mal gleich, bin gleich da. So, hier ist die Laptop-Tasche, die habe ich auch bestellt, schon ein bisschen älter. Also der Laptop auch, ich glaube ein Jahr oder so habe ich den jetzt. Aber ist mir nie so irgendwie aufgefallen, dass ich dem mal ein Video darüber mache. Und ich dachte, vielleicht interessiert euch das. Und ja, das ist die Laptop-Tasche, wie gesagt, 17 Zoll. Und hier schön weich, so gesehen. Außen ist sie auch ein bisschen, was heißt wasserdicht,
wenn es regnet, dann schadet es auf jeden Fall nicht, weil so ein bisschen wasserabweisend ist die auf jeden Fall. Die kann ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Den Laptop kann ich euch auch verlinken, das ist kein Problem, wenn ihr den gerne kaufen möchtet. Also der ist auf jeden Fall ganz gut. Bloß das Problem ist, es gibt ein neueres Modell von meinem. So gesehen könnt ihr direkt ein neueres bestellen, je nachdem. Und auf jeden Fall ist der neuere ein bisschen schneller, ein bisschen teurer, könnt ihr auch hinhauen. Aber sonst ist er wirklich sehr gut. Die Marke ist ein Gaming-Notebook, deswegen so gesehen ist er auch richtig schnell. Man kann richtig drauf zocken. Achso, hat einen Intel Core i7-Prozessor und 6700HQ. Ja, sagt mir jetzt nicht großartig viel, ich bin ja nicht so der Computer-Freak. Vielleicht könnt ihr mir da draußen, die sich eben halt damit auskennen, erklären, was das ist. Oder in die Kommentare besser gesagt schreiben. Jo. Jetzt habt ihr so gesehen, mein kleines Equipment gesehen. Ja, Licht habe ich jetzt nicht so, so eine Softbox. Und ja, sowas habe ich eben halt nicht. Ob ich das jetzt brauche, Licht geht ganz gut. Ja, ich wollte mir demnächst vielleicht ein Mikrofon für die Kamera bestellen. Ob ich die brauche, ich glaube mal, wenn der Ton gut ist, ist der Ton gut. Könnt ihr sagen. Wenn der Ton gut ist, zum Beispiel in meinen Videos, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Und ja, als nächstes zeige ich euch was richtig Geiles. Also, was braucht man zu einer Kamera immer? Logisch, ein Stativ. Ja, wie ihr sehen könnt, steht die Kamera wie eine 1. Und ich habe mir jetzt nicht so ein Riesenstativ gekauft, wo man sagen kann, ist 1,50 Meter hoch oder so, brauche ich nicht. Ne? Ich habe mir so ein Joby GorillaPod Focus Klemmstativ. Also, ihr könnt wirklich das Stativ einfach überall hinklemmen. Ne? Also biegen kennt ihr bestimmt sogar, aber das ist von der DSLR-Kamera, also für die großen. Ne? Das ist ein bisschen größeres, also dickeres Stativ und stabil auf jeden Fall. Und robuster. Auf jeden Fall könnt ihr es am Baum klemmen, wenn ihr mal draußen filmt oder besser gesagt Parkour-Training macht und sowas oder alles Mögliche auf dem Fahrrad fahren oder so. Und dann könnt ihr euch das zusammenklemmen. Ist ein bisschen heikel mit der Kamera, wenn ihr eine teure Kamera habt, aber ich gebe euch Garantie, die hält auf jeden Fall, so ist es nicht. Ne? Ja, ich mache mal das Stativ jetzt hier ab, damit ihr mal sehen könnt, was für ein Stativ ich habe. Die Kamera kann ich so gesehen hinstellen oder besser gesagt, ich halte sie in der Hand. Ist ja kein Problem, es geht ja ratzfatz hier. Warum geht das denn jetzt nicht? Nein, Spaß, geht ganz locker. Musst du nur ein bisschen aufpassen. Jo. So, mein Stativ. Ist die Frage, wollt ihr das von oben sehen? Oder wie wollt ihr das sehen? Ich stelle euch mal das hin. So sieht das ungefähr aus. So sieht mein Stativ aus. Also ihr könnt hier sehen, das sind so eine Dinger, wo man die, ich zeige euch mal, die, so kann man die biegen. Ja. Sieht zwar jetzt sehr lustig aus, ich hoffe, ihr denkt nichts Falsches oder so. Ja, bei hier oben könnt ihr, wenn ihr es auf Augenblick aufgestellt habt, könnt ihr mit dem hier immer drehen, 360 Grad Drehung. Und mit dem, natürlich könnt ihr den Winkel, also eher nach unten die Kamera oder eher nach oben die Kamera. Ja, auf jeden Fall, das ist mein Stativ, nichts Besonderes. Aber hat auch seinen Preis, verlinke ich euch auch. Und ich meine, ja gut, kostet ein bisschen mehr, aber ist jetzt, ich meine, wenn ihr was Gutes kauft, habt ihr eine Weile was davon und als eher was Schlechtes oder so. Deswegen würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen. So, dann stellen wir mal das wieder hin. Einen Moment. Ja, mit dem Stativ, ich zeige euch mal, was ich jetzt grob meine mit jetzt mit dem Klemmen, ob die jetzt draußen seid, an einen Baum klemmen. Ich habe hier ein paar Bilder rausgesucht und ja, so sieht es ungefähr aus, ganz normal. Einmal. Also hier. Wenn man sieht, dass jetzt dass es schärfer wird oder so, dann kann man zum Beispiel jetzt ein bisschen kleiner machen. Das sieht so ungefähr, das sieht vielleicht ein Ast jetzt hier unten. Ich könnte man es jetzt so gesehen drumherum klemmen. Kann man es auch sehen hier. Ja, und dann eben halt so kann man, je nachdem, man kann es wirklich biegen, wie man möchte. Und es geht auch nicht kaputt. Und je nachdem, wie ihr die Kamera haben möchtet, könnt ihr die hier aufstellen. So, dann hier draußen in der Landschaft. Ja, das ist ein bisschen übertrieben hier am Strand so gesehen, wo hier Felsen sind, wo Wellen kommen. Da fliegt eure Kamera gleich weg oder kann gleich schwimmen gehen.
Ja, oder so, je nachdem. Ja, das wollte ich auch mal als kleine Bilderkarte zeigen und so ist das eben halt. Das waren jetzt so meine Kleinigkeiten, womit ich immer filme. Und ja, viel ist es jetzt nicht und es reicht vollkommen. Man braucht eine gute Kamera, wenn man ein Hobby dazu hat oder je nachdem, also wenn ihr gerne filmen tut, könnt ihr das auch gerne machen. Braucht ihr wirklich nicht viel Equipment, ein Stativ, eine Kamera, Laptop, ein Programm zum Schneiden, ein Mikrofon, je nachdem wie ihr filmt, ob ihr jetzt draußen seid. Und meist ist ja draußen windig, je nach Jahreszeit könnt ihr euch natürlich auch so ein Windabweiser, wo man fast mal auf dem Mikrofon rüberzieht, drauf machen. Ihr kennt das, so ein Plüschdingsbums da. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, könnt ihr auch kaufen dazu, je nachdem. Und ja, und dann könnt ihr anfangen zu filmen. Ne? So macht das Leben halt Spaß. War jetzt kurz, schlicht, einfach. Ich brauche diese riesen Softboxen nicht. Ich bin jetzt kein Make-up-Artist oder sonst was. Oder diese ganzen Schminktanten. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ne? Haben die, will ja auch jetzt keine Namen nennen oder so. Will auch niemanden damit angreifen. Jeder macht ja, was er will. Ne? Ich mache ein bisschen Sport, ein bisschen Freizeit etc. Alles drum und dran. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch die Produkte interessieren, verlinke euch alle Produkte natürlich in die Infobox. Könnt ihr mal reinschauen. Und wenn euch was gefällt, könnt ihr auch bestellen. Je nachdem, wie ihr es möchtet. Wie gesagt, ein bisschen vom Preis-Verhältnis ist es eigentlich, ja, ist okay, eigentlich meine Meinung. Bloß für manche ist es teuer, für manche nicht. Aber gute Produkte, gute Qualität, sollte man ein bisschen mehr in die Tasche greifen. Dann habt ihr länger was davon, als wenn ihr was jetzt kauft und nach halbes Jahr wieder kaputt geht und zurückgeben muss, je nachdem. Also, wie gesagt, verlinke euch alles und ihr könnt bestellen, wie ihr möchtet. Und ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch, Jungs und Mädels. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Easy Fitness am Start. Viel Spaß, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Channel und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.